Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, die Erkläreule, und ich möchte euch heute die Subtraktion nochmal erklären. Du kennst sicher noch den Begriff Subtraktion. Subtraktion bedeutet abziehen, also minusrechnen. Wenn du zum Beispiel die Aufgabe 50 minus 25 hast, ist das Ergebnis 25. Du kannst auch jetzt schon einige Strategien, um zwei Zahlen voneinander abzuziehen. Schauen wir doch mal, was du schon alles kannst. 800 minus 400, das ist ganz einfach, ist gleich 400, genau. So, 520 minus 240 ist schon ein bisschen schwieriger. Ist gleich 280, genau. Das kannst du schon richtig gut. Aber wir haben wieder wie bei der Addition eine Aufgabe, die wirklich schwierig ist. 453 minus 242 ist gleich. Da kommen wir schon wieder ganz schön ins Grübeln und mit unseren Strategien ist es zwar möglich, aber ich zeige euch einen einfacheren Trick, die schriftliche Subtraktion. Erstmal ohne Übergang. Wir haben die Aufgabe 453 minus 242 und verwenden wieder die Stellenwerttafel. Schritt 1 ist, dass du wie bei der Addition die beiden Zahlen untereinander schreiben in die Stellenwerttafel. Achte darauf, dass die Einer unter den Einern sind, die Zehner unter den Zehnern und die Hunderter unter den Hundertern. Achte auch darauf, dass die größere Zahl oben steht. Was jetzt aber neu ist, lasse eine Kästchenreihe zwischen den beiden Zahlen, die du subtrahieren möchtest, frei. Schreibe dann ein Minus in das Kästchen links neben die untere Zahl und ziehe mit dem Lineal einen Strich in der unteren Kästchenreihe. Und dann rechnest du wie gehabt, wie auch bei der Addition, zuerst die Einer von oben nach unten. 3 minus 2 Einer sind ein Einer, ein Einer an. 5 Zehner minus 4 Zehner sind 1 Zehner, 1 Zehner an. Und 400er minus 200er sind 200er, 200er an. Das hat schon ziemlich gut geklappt. Wir wiederholen nochmal. Schritt 1, schreibe die beiden Zahlen, die du subtrahieren möchtest, in einer Stellenwerttafel untereinander. Die größere Zahl steht oben. Neu, ich lasse eine Kästchenreihe zwischen den beiden Zahlen frei. Du siehst später noch, warum das so wichtig ist. Schritt 2, schreibe ein Minus in das Kästchen links neben die untere Zahl und ziehe einen Strich in der Mitte des Kästchens mit einem Lineal. Dann rechnest du erst die Einer aus, dann die Zehner und dann die Hunderter. Und so sprichst du dabei. Das sind wir ja schon gewohnt von der schriftlichen Addition. Unser nächster Trick ist die schriftliche Subtraktion mit Übergang. Das ist Tom. Der hat in seinem Sparschwein 200er, 5 Zehnerscheine und 6 1-Euro-Münzen. Er möchte sich ein Fahrrad für 148 Euro kaufen. Die Aufgabe ist also 256 minus 148. Ich habe dir die 256 schon mal in einer Stellenwerttafel vorbereitet. Wir haben 200er, 5 Zehner,
und 6 Einer. Du weißt schon, dass ich Zehner entbündeln kann. Ich entbündle einen Zehner in 10 Ein-Euro-Münzen. Das habe ich dir hier schon vorbereitet. In der Rechnung sieht es dann so aus. 256 in der Zehner-Spalte, da nutze ich jetzt die freie Zeile, habe ich einen Zehner entbündelt. Das habe ich dir mit dem roten, zeige ich dir mit dem roten Kreis. Das heißt, du machst einen Strich in die freie Kästchenzeile in der Zehner-Spalte. Hier hast du jetzt nochmal das Entbündelte und jetzt kannst du rechnen. Wir sehen den entbündelten Strich als eine 1, setzen die vor die 6 und haben 16. 16 minus 8 ist dann, die 8 habe ich hier schon weggestrichen in dem Beispiel, 8. Der Strich bleibt trotzdem da, weil ich den jetzt für die Zehner brauche. Ich rechne 5 minus 1, der Strich, minus 4 ist gleich 0. Und dann habe ich auch die Zehner gerechnet. Super. Die Hunderter. 2 minus 1 ist gleich 1. Und schon habe ich die Aufgabe fertig gerechnet. Und das merke ich mir. Ich schreibe die beiden Zahlen, die ich subtrahieren möchte, in die Stellenwerttafel untereinander. Achte dabei darauf, dass die größere Zahl oben steht. Dann lasse ich zwischen den beiden Zahlen eine Kästchenreihe frei, die ich dann für die Entbündelung brauche. Ich schreibe ein Minus in das Kästchen links neben die untere Zahl und ziehe einen Strich mit Lineal. Ich rechne unbedingt zuerst die Einer, dann die Zehner und dann die Hunderter. Jetzt neu, wenn ich mit meiner Zahl nicht Minus rechnen kann, also mit der 6 zum Beispiel, entbündle ich einen Zehner. Manchmal ist es auch ein Hunderter bei den Zehnern und markiere den entbündelten Zehner mit einem Strich in der richtigen Spalte, also in der Zehnerspalte. Ich habe einen Zehner hier entbündelt. Den habe ich markiert mit dem Strich und jetzt kann ich die beiden Zahlen zusammenfassen. 16 minus 8 ist gleich 8. Und jetzt kannst du mal die Übungen probieren. Stelle es kurz auf Standbild und dann kannst du dir die Zahlen abschreiben. Auf den nächsten Folien siehst du die richtigen Rechnungen, die ich dir dann nochmal erkläre. /746 minus 123. Ich rechne. 6 Einer minus 3 Einer sind 3 Einer. 3 Einer an. 4 Zehner minus 2 Zehner sind 2 Zehner. 2 Zehner an. 700er minus 100er sind 600er. 600er an. Hier hatte ich keine Probleme, ich hatte keinen Übertrag dabei. Das ist also eine leichte Aufgabe, bei der ich nicht viel falsch machen kann. B. 788 minus 510. Ich rechne. 8 Einer minus 0 Einer sind 8 Einer. 8 Einer an.
8 Zehner minus 1 Zehner sind 7 Zehner, 7 Zehner an. 700er minus 500er sind 200er, 200er an. Auch da war kein Übertrag dabei, also keine Entbündelung. Hier muss ich mir nichts merken. Diese Aufgabe ist jetzt mit Entbündelung. Wir schauen sie uns gemeinsam an. 4 Einer minus 4 Einer sind 0 Einer. Ich habe noch keine Entbündelung. 0 Einer an. 3 Zehner minus 6 Zehner geht nicht. Ich hole mir einen Hunderter und habe 13 Zehner minus 6 Zehner sind 7 Zehner. Ich vergesse nicht den Strich bei den Hundertern und schreibe 7 an. 500er minus 100er minus 300er sind 100er. 100er an. Das Ergebnis von dieser Aufgabe ist 170. Und die letzte Aufgabe. 675 minus 227. Ich rechne. 5 Einer minus 7 Einer geht nicht. Also entbündle ich einen Zehner, mache einen Strich bei den Zehner in der Zehnerspalte. 15 Zehner minus 7 Zehner, 15 Einer, Entschuldigung, minus 7 Einer sind 8 Einer, 8 Einer an. 7 Zehner minus 1 Zehner, der Entbündelungsstrich, minus 2 Zehner sind 4 Zehner, 4 Zehner an. 600er minus 200er sind 400er, 400er an. Und jetzt hast du es geschafft. Übe ganz viel bei der Subtraktion. Das ist ein bisschen knifflig, aber du hast es bestimmt schnell heraus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.